Hallo, herzlich willkommen zur Sendung mit der roten Maus. Ja, für heute habe ich mir einiges zusammengestellt und Sie sehen, da haben wir einiges an Unterlagen. Deshalb werden wir das Video wieder teilen in mindestens zwei Teile. Mal schauen, wie wir hier vorankommen, so damit es auch für Sie einfach übersichtlicher bleibt. Ja, die letzten Videos oder das letzte Video drehte sich ja um Immobilien. Wir sind mit diesem allgemeinen politischen Video ein bisschen spät dran, aber es ist einfach sehr viel, was sich hier tut und es ist nicht so ganz einfach, dann raus zu filtern, was denn nun wirklich wichtig ist. Wir beginnen heute mit einem Blick auf den aktuellen Bericht der Bundesbank. Ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht. Ich komme darüber zu ein paar ganz grundsätzlichen Problemen und zu interessanten Äußerungen in der Wissenschaft oder zur Wissenschaft. Wir kommen auch kurz zum Thema der Souveränität Deutschlands. Wir kommen auch zu natürlich den Leitmedien und den öffentlich-rechtlichen Medien und Sendern. Wir werden einen Blick werfen auf die Konsequenzen der grünen Klimapolitik, was hier ganz konkret heißt, eventuell Klimaänderung durch Windräder. Und am Coronavirus kommen wir natürlich auch nicht vorbei. Ja, also zunächst mal zum Bundesbankbericht. Ich habe mir den gesamten Bundesbankbericht für den Januar 2020 wieder durchgelesen und habe dann eben das Ganze zusammengefasst und nenne daraus nun das Wichtigste. Vorab kann man schon mal feststellen, dass die Autoren des Bundesbankberichts ihre Wortakrobatik, die sie vor vielleicht 1,5, 2 Jahren eingeführt haben, treu geblieben sind. Das heißt, es gibt wieder viel Konjunktiv, könnte, hätte, würde. Ich habe weiterhin den Eindruck, man muss sich bemühen, zwischen den Zeilen zu lesen, um hier überhaupt zu einem brauchbaren Fazit zu kommen. Also, die Bundesbank sagt nun, dass die deutsche Wirtschaft im Jahresschlussquartal 19 stagnierte und dass sich die wirtschaftliche Zweiteilung fortgesetzt habe. Das heißt, dass die Bauwirtschaft weiterhin gut läuft und ein Ende des Baubooms laut den Expertinnen und Experten dort nicht absehbar ist. Aber es ist eben eine Zweiteilung. Also in der Exportindustrie beobachten wir weiterhin einen Abwärtssog. Es heißt wörtlich im Bericht, zuletzt mehren sich jedoch Anzeichen dafür, dass sich das verarbeitende Gewerbe mit Beginn des neuen Jahres stabilisieren könnte. Na gut, wir haben hier wieder den Konjunktiv, dazu muss ich nicht allzu viel sagen. Das leiten die daraus ab, dass sich die industrielle Auftragslage in den letzten Monaten nicht weiter eingetrübt hat, denn die Eintrübung der Auftragslage scheint ja schon zum normalen Zustand zu gehören. Es wird im Bericht dann auf harte Fakten verwiesen, nämlich darauf, dass die deutsche Industrieproduktion im November 2019 kräftig anstieg. Sie übertraf demnach den Stand vom Oktober saisonbereinigt um 1%. Das klingt schon gut, nur man muss genauer hinschauen und stellt dann fest, dass die industrielle Erzeugung im Mittel der Monate Oktober und November erheblich unter dem der Durchschnitt der Sommermonate lag, und zwar mit 1,5% drunter. Ein großer Teil des Rückgangs entfiel auf die zwei größten Bereiche der deutschen Industrie. Ja, und da dürfen wir dreimal raten, was dazu gehört. Natürlich die seit langem schon schwache Automobilbranche und auch der Maschinenbau. Das ist ja auch nur der größte Teil des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Ist wohl mittelfristig auch nicht mehr so wichtig, denn wenn es so weitergeht, dann wird die Asylindustrie den Arbeitsplatzverlust dort ausgleichen. Zwar liefert Asylindustrie keinerlei Wertschöpfung, aber das hat ja linksgrüne Ideologen ohnehin noch nie interessiert. Bei der Ausbringung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen hapert es erheblich.
Insgesamt ging die Erzeugung von Investitionsgütern stark zurück, und zwar um satte 3,5%. Na, da haben auch die 200 Gender-Lehrstühle, die inzwischen in Deutschland eingerichtet sind, auch nichts dran ändern können. Die konnten das Blatt auch nicht wenden. Hilft uns also hier nicht weiter, aber wir haben den Trost, wenn wir wollen, immer wissen, ob wir Männchen, Weibchen, divers oder sonst was sind, dass wir fachkundig beraten werden an den entsprechenden Universitäten. Das Problem ist, dass wenn unser Bildungssystem nicht bald wieder sich auf echte Naturwissenschaft fokussiert, dass wir dann nicht nur hier im Maschinenbau Probleme bekommen werden, sondern noch ganz andere Probleme. Ja, was sagt nun die Bundesbank weiter? Im Gesamtjahr 2019 wuchs das reale Bruttoinlandsprodukt nach vorläufigen Berechnungen um 0,6% und damit stieg die gesamtwirtschaftliche Leistung erheblich schwächer als im Vorjahr. Ein starker Rückgang der Bruttowertschöpfung im verarbeiteten Gewerbe sei dafür maßgeblich gewesen. Ja, die Dienstleistungsbranche läuft, dazu gehört ja inzwischen die Asylindustrie und es läuft nach wie vor die Bauindustrie, was natürlich der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank im Wesentlichen geschuldet ist. Auf der Verwendungsseite allerdings dämpfte die schwache Entwicklung der deutschen Exporte sowie der Ausrüstungsinvestitionen das Wirtschaftswachstum. Der industrielle Auftragseingang liefert auch keinen Grund zur Euphorie. Er ging im November 2019 kräftig zurück. Als Fazit können wir daraus Folgendes ableiten, dass die dickste Säule des Bruttoinlandsprodukts in der Bundesrepublik stark angekratzt ist, nämlich Kfz und Maschinenbau. Wir brauchen uns nochmal die Aktien von BMW und Daimler anschauen, dann sehen wir, die befinden sich seit Jahren im Sinkflug. VW erstaunlicherweise hält sich noch einigermaßen stabil. Erstaunlich übrigens auch, dass inzwischen Tesla einen höheren Börsenwert als VW hat, obwohl der Absatz an Fahrzeugen viel, viel, viel geringer ist. Also letztlich wundert man sich, wie dann solche Bewertungen zustande kommen. Die allgemeinen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik zeigen sich zunehmend technologiefeindlich und das wird langfristig den Industriestandort natürlich weiter stark belasten. Wir befinden uns meiner Meinung nach am Scheideweg. Sollen wir weiterhin ganze Altersgruppen diffamieren, so wie kürzlich auch in den öffentlich-rechtlichen Medien geschehen? Soll die Gesellschaft weiterhin gespalten werden? Oder rappeln wir uns als Gesellschaft auf, gemeinsam einer dem Allgemeinwohl dienenden Zukunft zu arbeiten? Wenn das nicht passiert, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als, sofern man hier investieren will, seine Investitionsschwerpunkte außerhalb Deutschlands und auch außerhalb der EU zu setzen. In dieser Betrachtung des Bundesbankberichtes habe ich ja kurz Bezug genommen auf das Problem der Ausbildung der naturwissenschaftlichen Bereiche. Und dazu bin ich auf eine sehr interessante Physikerin gestoßen. Sie heißt Sabine Hossenfelder und ist tätig am Frankfurt Institute for Advanced Studies. Sie betreibt im Internet einen eigenen Blog, in dem sie sich sehr kritisch zu ganz verschiedenen sowohl wissenschaftlichen Forschungsmaßnahmen als auch zur Forschung selber äußert. Es ist alles auf Englisch, also man muss natürlich übersetzen. Ich habe jetzt hier ein bisschen Übersetzungsarbeit geleistet und möchte Ihnen einen kleinen Eindruck von dem vermitteln, was die Frau Hossenfelder so meint, und zwar als jemand, die in dieser Forschung ja selbst tätig ist. Sie sagt, die Krise in der Physik ist nicht nur eine Frage der Physik. Die Physik befindet sich in einer Abwärtsspirale. In den Grundlagen der Physik haben wir seit Mitte der 70er Jahre, als das Standardmodell der Teilchenphysik fertiggestellt wurde, keine Fortschritte mehr gesehen. Seitdem sind die Theorien, die wir zur Beschreibung der Beobachtungen verwenden, unverändert geblieben.
Sicherlich sind einige Aspekte dieser Theorien erst einmal experimentell bestätigt worden. Das letzte noch zu bestätigende Teilchen war das Higgs-Boson, das in den 60er Jahren vorhergesagt und 2012 gemessen wurde. Aber alle Unzulänglichkeiten dieser Theorien, die fehlende Quantisierung der Schwerkraft, die dunkle Materie, das Problem der Quantenmessung und mehr sind seit mehr als 80 Jahren bekannt und sie sind heute noch genauso ungelöst wie damals. Die Hauptursache sieht die Frau Hossenfelder für diese Stagnation darin, dass sich die Physik verändert hat, die Physiker aber ihre Methoden nicht geändert haben. Mit dem Fortschritt der Physik sind die Grundlagen immer schwieriger experimentell zu untersuchen. In der Physik arbeiten Tausende von Menschen zusammen, die Maschinen bedienen, die Milliarden von Dollar kosten. Und es deshalb zu immer weniger Experimenten kommt und immer weniger Experimente in der Folge zu immer weniger zufälligen Entdeckungen führen, die aber für die Wissenschaft wichtig sind. Ohne diese Entdeckungen kommt der technologische Fortschritt, sagt sie, der nötig wäre, um Experimente wirtschaftlich tragfähig zu halten, nie zustande. Es ist ein Teufelskreis. Teure Experimente führen zu mangelndem Fortschritt. Mangelnder Fortschritt erhöht die Kosten für weitere Experimente. Dieser Kreislauf führt in eine Sackgasse. Der einzige Weg, um zu vermeiden, in diesen Teufelskreis hineingezogen zu werden, ist Ihrer Meinung nach die sorgfältige Auswahl der Hypothese, die man auf die Probe stellt. Aber die Physiker arbeiten immer noch nach der Idee des gerechten Blicks. Sie denken nicht darüber nach, welche Hypothesen vielversprechend sind, weil ihre Ausbildung sie das nicht gelehrt hat. Die Folge ist, dass Experimente zu den Grundlagen der Physik nach den 70er Jahren die bereits bestehenden Theorien nur noch bestätigt haben. Keiner hat Beweise für etwas gefunden, das über das hinausgeht, was wir bereits wissen. Sie fragt in ihrem Blog, warum werfen Physiker nicht einen harten Blick auf ihre Geschichte und lernen aus ihrem Scheitern? Weil das bestehende Wissenschaftssystem das Lernen nicht fördert. Physiker können heute glücklich Karriere machen, indem sie Arbeiten über Dinge schreiben, die niemand je beobachtet hat und nie beobachten wird. Das geht weiter, weil es nichts und niemanden gibt, der es aufhalten kann. Das ist nach meiner Meinung der Kernsatz in diesem ganzen Beitrag. Ich werde den natürlich unten in der Infobox verlinken. Es geht eben auch hier darum, dass in der Physik Gefälligkeitsforschung betrieben wird, indem man sich eben mit dem Wind dreht und dessen Lied gesungen wird, dessen Brot man isst. Und darunter leidet die komplette Forschung. Und in Deutschland sehen wir ja, können wir ja ganz genau beobachten, was passiert, wenn unsinnige Lehrstühle eingerichtet werden und hier das Wesentliche ignoriert wird. Ohne Naturwissenschaften, und zwar echte Naturwissenschaften, ist ein Fortkommen nicht möglich. Und Deutschland befindet sich ja hier schon auf dem absteigenden Ast. Und das zeigt ja auch dieser Bundesbankbericht. Es gibt ja Gründe dafür, warum die Ausbringung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen nicht mehr funktioniert. Das hängt ja alles zusammen. Nun, nichtsdestotrotz dürfen wir uns freuen über ein Großmanöver, welches demnächst durchgeführt wird, zum größten Teil auf deutschem Boden. Das Manöver Defender, ich habe das auch in einem letzten Video schon angesprochen, es ist im Grunde ein US-Manöver, obwohl unsere Medien das nicht so darstellen. Man tut hier da an, so als wäre es eine NATO-Übung, aber es ist im Wesentlichen eine US-Übung. Ich wundere mich hier ein bisschen, denn es soll ja wahnsinnig Gerät antransportiert werden. Diese Militärfahrzeuge, Panzer, Lastwagen, Geländefahrzeuge und auch Flugzeuge funktionieren nach meiner Kenntnis noch nicht mit Solarantrieben. Im zweiten Teil geht es weiter.